Ja, alle hallo und herzlich willkommen heißen zu diesem 15. Rhetorik-Live-Video. Das ist es jetzt inzwischen. Mein Name ist Felix Behm von Bewegte Rhetorik. Unser heutiges Thema ist Wissensvermittlung auf der Bühne zum Erlebnis machen. Und dazu habe ich heute jemanden, der die Massen begeistert als Keynote-Speaker. Und das ist niemand Geringeres als Kerim Kakmakci. Er hat 15 Jahre im aktiven Vertrieb, Multimillionenumsätze bewegt und Teams bis zu 5000 Vertriebspartnern aufgebaut. Heute ist er Keynote-Speaker und Experte für Mut und hat bereits mehr als 100.000 Menschen mit seinen Vorträgen erreicht und begeistert. Unter anderem war er bei Gedankentanken. Heute erzählt er uns, wie er Wissensvermittlung zum puren Erlebnis auf der Bühne macht. Ich freue mich mega auf das Interview mit Kerim. Herzlich willkommen, Kerim. Hallo Felix. Ja, die Frage am Anfang, die ich dir gerne stellen würde, kann man jedes Thema aus deiner Sicht denn interessant vermitteln? Es gibt ja unglaublich viele trockene Themen auch. Manche kennen das vielleicht aus der Uni-Vorlesung. Kann man jedes Thema interessant vermitteln? Mit Sicherheit gibt es Unterschiede, aber ich glaube definitiv, dass du jedes Thema interessant vermitteln kannst, wenn du es persönlich und emotional machst und wenn du das Ganze mit wirksamen Geschichten erzählst und verpackst und halt nicht nur das Thema an sich trocken runterbetest. Aber das Entscheidende hängt immer an deiner Person. Also wenn du das Ganze rhetorisch gut machst, dann kann jedes Thema am Ende Spaß machen. Ja, die Frage ist ja, wie man das rhetorisch gut macht. Da werden wir jetzt so ein bisschen einsteigen. Was du in deinen Vorträgen natürlich immer schaffst als Speaker, ist ja, dass sich die Botschaft so in deine, in die Köpfe der Zuschauer, der Zuhörer richtig einbrennt. Kannst du uns so ein bisschen erzählen? Kannst du uns Hör so ein dir zu, bisschen ich hab nur ja. kurz, Alles gut. weil Rhetorik ist schwer, wenn die Nase voll ist. Ich habe mir kurz die Nase geputzt. Sorry, Das ist richtig. das passiert immer dann, wenn du im Interview bist. Für die Zoom-Aufzeichnung konnte ich den Ton ausmachen, weil Insta leider nicht, die mussten zuhören. Es tut mir sehr leid. Oh, ist keiner dran gestorben jetzt, denke ich. Ja, die Frage ist ja, wie schaffst du es, dass sich deine Botschaft in die Köpfe der Zuschauer einbrennt? Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass du nicht langweilig bist. Wenn du langweilig bist, hat keiner Bock, dir zuzuhören. Das schaffst du am allerersten, wenn du wirklich auf die Menschen eingehst und denjenigen, denen du was erzählst, als allererstes mal klar machst, warum sie dir zuhören sollten. Weil das ist ja die Frage, die sich jeder zuerst stellt. Warum soll ich dem Vogel da oben gerade zuhören? Warum ist der jetzt spannender als alle anderen? Und wieso ist der jetzt spannender, als in meinem Handy gerade zu gucken, was es bei Instagram oder Facebook Neues gibt? Oder wenigstens den Wetterbericht zu gucken? Weil damit konkurrieren wir ja immer, weil jeder hat das Ding in der Tasche und hat immer was Besseres zu tun. Also ist es deine Aufgabe als Speaker, verdammt nochmal interessant und spannend zu sein und die Menschen zu fesseln. Und ich bin der Auffassung, das kann jeder lernen, das muss sogar jeder lernen, der auf die Bühne geht. Es gibt keine geborenen Speaker für mich, sondern Speaker ist ein Ausbildungsberuf und das darfst du dir aneignen und das ist mehr oder weniger Arbeit, je nachdem, wie leicht es dir fällt, wie ich immer gerne sage, mit dem nackten Arsch über die Bühne zu gehen. Also wirklich mal blank zu ziehen und nahbar zu sein für die Menschen, die du erreichen willst. Weil eins wissen wir, das haben wir alle schon mal irgendwo gehört oder gelesen. Wir Menschen entscheiden immer emotional und begründen uns diese Entscheidung danach rational. Das heißt, der Weg ins Gedächtnis geht immer über die Emotionen. Und wenn du in der Lage bist, als Speaker, als Trainer auf der Bühne oder auch als Coach, die Menschen emotional zu erreichen und deine Botschaft, deine Inhalte und mögen sie noch so trocken sein, emotional zu verpacken und mit diesen Botschaften dein Gegenüber auch emotional zu erreichen, dann wirst du in Erinnerung bleiben, dann hast du auch die Aufmerksamkeit der Menschen, wenn du in der Lage bist, das entsprechend zu verpacken. Ja, gerade dieses Emotionale, und da die Menschen zu erreichen, das ist ja, wie du schon sagst, es hört sich immer alles so einfach an, es ist verdammt schwierig.
Und wenn man jetzt so eine Rede sieht von dir, von anderen Top-Speakern, das ist mega gut durchstrukturiert. Es passt einfach so gefühlt alles zusammen. Wie gehst denn du insgesamt vor, wenn du eine Rede vorbereitest? Ist die dann, wie strukturierst du die, um da deine Botschaft dann auch einzupacken? Kannst du da zwei, drei Sachen ein bisschen zu gar nicht so viel, wie die meisten denken. Ich persönlich glaube, dass die Struktur deiner Keynote, deiner Rede am Ende nicht das alles Entscheidende ist. Das Entscheidende ist immer die Botschaft. Also ich stelle mir vorher eine einzige Frage, und das ist für mich die essentielle Frage, wenn ich auf die Bühne gehe, wenn ich ein Seminar mache, oder wenn ich irgendeine Message rausgebe, ist: mit welchem Gefühl möchte ich, dass die Menschen danach nach Hause gehen? Mit welchem Gefühl möchtest du die Menschen entlassen, wenn du fertig bist? Welches Gefühl soll noch da sein, wenn du nicht mehr da bist? Und wenn du das vorher weißt und dich darauf ausrichtest, dann kannst du sehr, sehr gut darauf hinarbeiten. Und jetzt gibt's auf dem Weg dahin natürlich viele Möglichkeiten, die Menschen auf eine emotionale Achterbahn mitzunehmen. Und ich glaube, dass du dieser GZSZ, Grey's Anatomy Effekt, der ist extrem wichtig. Also, ne, ich meine, du ist so der Klassiker. Ich meine, warum bleiben Menschen dran? Warum hast du so diesen Cliffhanger immer am Ende, weil die Menschen emotional mitgerissen sind. So, sie, weißt du, sie verlieben sich und sie wollen heiraten und er hat einen schweren Unfall, aber er überlebt und wacht wieder auf und kann sich an seinen Vornamen erinnern, stellt aber jetzt fest, er ist schwul. Also es ist so dieses Hoch und Runter, wie du es übrigens, genau so ist das bei Grey's Anatomy passiert, das habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist ein Live-Storybook, einer der erfolgreichsten Serien aller Zeiten. Aber das, ich überspitze es jetzt, um es so ein bisschen anschaulich darzustellen. Mhm. Damit bindest du die Menschen ja daran, dass sie dir folgen, dass sie dir zuhören. Und wenn du es jetzt persönlich machst und wenn du es jetzt wirklich an deiner Story klar machst, dann kriegt es dieses letzte Prozent. Weil worauf heutzutage keiner mehr Bock hat, sind irgendwelche Superheroes auf der Bühne, die allergeilsten sind, ne, die alles im Leben hinbekommen haben, wo immer alles perfekt war, weil das ist der größte Bullshit. Das ist bei keinem von uns so. Und die Menschen wollen Speaker auf der Bühne sehen, mit denen sie sich auf Augenhöhe sehen können, die nahbar sind, die zum Anfassen sind, mit denen sie sich identifizieren können. Das geht über deinen Schmerz. Das geht darüber, dass du wirklich mit einem nackten Arsch über die Bühne gehst. Dass du blank ziehst und die Leute wirklich an dich ranlässt. Und ich sag, nackter Arsch ist einfach, das kann jeder. Aber mal wirklich auspacken, was dich bewegt, was wirklich in deinem Leben passiert ist, was dich geprägt hat, dein Warum, das, was in deinem Leben passiert ist, was dich heute antreibt, dass du auf der Bühne stehst, was das da ist, was dich im ganz tiefsten Innern verändert hat und in diesem Lebensweg zu dem gemacht hat, der du bist. Wenn die Menschen das fühlen, dann hören sie dir zu. Und wenn du diese Story nimmst und da rein die Botschaft verpackst, die du rüberbringen willst, authentisch, anhand deiner eigenen Erfahrung, anhand der Werkzeuge, die du selber angewendet hast, dann nehmen es die Menschen mit und bringen es auch selber in die Umsetzung. Weil irgendwelche Theoretiker, die dir irgendwas erzählen, was theoretisch sie mal so gelernt haben, aber sie praktisch nie angewendet haben, das catcht keinen mehr. Also das ist die Menschen wollen Praktiker und keine Theoretiker. Darum boomt auch die Coaching-Branche so, weil ein guter Coach ist immer derjenige, der ein Thema selber für sich gelöst hat und danach anderen zeigt, wie es geht. Und darum ist jeder Coach für mich besser als irgendein Psychotherapeut. Und auch da gibt es Ausnahmen. Ich möchte jetzt nicht jedem hier zu nahe treten. Aber die sind glorreiche Ausnahmen. Aber die meisten sind doch Theoretiker und wollen mir dann theoretisch helfen, was sie aber praktisch selber nie getan haben. Und ist, glaube ich, ein Grund, warum die Coaching-Branche so boomt, weil es erstens erfolgreicher ist und zweitens die Menschen Bock drauf haben, mit authentischen Menschen zu arbeiten, die ihnen wirklich gezielt in ihrem Thema weiterhelfen können. Und genauso ist es als Speaker auf der Bühne. Und wenn du damit anfängst und dann diesen GZSZ-Effekt, dieses emotionale Hoch und Runter, dass du die Menschen mitnimmst in Freude, in Lachen und Tränen und Schmerz und das gut vermischst und alle einmal durchschüttelst, dass die Menschen was erlebt haben, was gefühlt haben, während du auf der Bühne warst, dann bleibst du in Erinnerung und dann verknüpfen sie diese Emotion und dieses Gefühl mit den Inhalten, die du weitergegeben hast, und werden diese Inhalte nicht vergessen. In dem Moment, wenn du die Inhalte wirklich emotional erlebbar machst. Das heißt, du öffnest am Anfang erstmal das Publikum. Du gehst erstmal auf eine authentische Art und Weise auf eine Ebene mit dem Publikum, damit die überhaupt bereit sind, irgendwas aufnehmen zu wollen.
Definitiv, ja. Weil das ja sicher auch oft der Grund ist, warum man vielleicht was Interessantes hat, aber die Leute es nicht annehmen. Und dann liegt es ja gar nicht daran, wie du das vermittelst, sondern dass du den Anfang verkackt hast, sozusagen. Ja, richtig. Ja, so zusammengefasst. Und die Frage, wenn du das geschafft hast, wenn du diesen Einstieg jetzt so hast, wie und wann, beziehungsweise, nee, eine Sache noch davor, wie hältst du denn die Aufmerksamkeit hoch vom Publikum über deine ganze Rede? Ja, indem du auch nicht langweilig wirst. Und es ist ja genau das, du wirst in dem Moment langweilig, wenn eine Monotonie eintritt. Ne? Wenn der emotionale State deiner und der des Publikums sich nicht mehr verändert. Das heißt, wenn du dir auf diese emotionale Achterbahn mitnimmst, ne? Wie in der Achterbahn, es geht runter, du wirst wieder wach, es geht hoch, du wirst wieder wach, es geht runter. Wenn es nur geradeaus geht, bei der Zugfahrt pennst du ein, wenn du ICE fährst. Ne? Wann wirst du wach, wenn der Zug mal hält, neue Menschen rein und rausgehen, dann was passiert? Das heißt, bring die Menschen emotional in Bewegung. Natürlich gibt's auch die kleinen Tricks, dass du die Menschen körperlich in Bewegung bringst, indem du sich melden lässt, indem du sie interagieren lässt, indem du sie sich selber gegenseitig feedbacken lässt. Also du kannst ja die Menschen immer selber auch in Bewegung bringen und auch damit wachhalten, auch damit aktivieren. Der eleganteste Weg ist, wenn du es über die Emotionen machst und wenn du das noch ein bisschen clever verpackst mit den kleinen Taschenspielertricks, sage ich immer, dass du die Menschen körperlich in Bewegung bringst, dann hast du eine konstant hohes Aufmerksamkeitslevel auch bei deinem Publikum. Und die haben auch Spaß. Also wenn die mehr machen dürfen als nur da sitzen, dann haben die auch Spaß. Ja. Wie viel Wissen, wie viel Fakten bringst du denn in so eine Rede und wie viel davon ist das Drumherum, also auch das Publikum und Emotionen zu vermitteln? Hast du da irgendwie so... Der Rahmen ist immer wichtiger als der Inhalt. Aber ohne Inhalt ist ein Rahmen halt auch nur ein schöner Rahmen. Das heißt, es ist ein wunderbarer Rahmen, aber ohne ein Bild von meinem Kind drin interessiert das keinen Menschen. Ja, aber wenn ich nur das Bild da hinstelle, ist es wesentlich weniger schön, als wenn ich den Rahmen drumherum lege. Und genauso ist der Rahmen deiner Speech, ist das alles Entscheidende. Und das Gefühl, das mitschwingt, das Gefühl, mit dem alle nach Hause gehen. Und eine gute Rede muss nicht viel Inhalt haben. Sie muss nur eine Kernbotschaft haben, aber sie darf vor allem unterhalten. Ne? Das Stichwort ist Infotainment. Ne? Weil also gerade bei einer Keynote geht es nicht um Wissensvermittlung. Ne? Wenn du ein Seminar machst, wenn du ein Training hast, dann geht es auch um Wissens, da geht es viel mehr um Wissensvermittlung als in der Keynote. Ne? Gerade wenn die kurz und knappe sind, du hast Gedankentanken angesprochen, du hast 17 Minuten bei Gedankentanken. Was willst du in 17 Minuten viel an Wissen vermitteln? Und wenn du dir Gedankentanken-Videos anschaust, wo Speaker unfassbar viel Wissen reinpacken, wie oft schaust du das? Meistens einmal und danach hast du meistens vergessen, was sie erzählt haben. Also die kleine Wissenshäppchen emotional verpacken, mit guten Geschichten verpacken, die merkst du. Also, ne, du hattest ihn, glaube ich, im letzten Interview, Michael Rossier ist für mich der Meister, was das angeht. Ich glaube, kein Gedankentanken-Video habe ich so oft gesehen, oder sei es wirklich zwei oder drei von ihm. Ich habe die so oft gesehen, weil er Wissen so genial vermittelt und so großartig in persönliche Geschichten verpackt, wie kaum ein anderer. Ja, also sind es auch genau diese persönlichen Geschichten, oder? Die das Publikum dann dazu bewegen, dass sie es erstens interessant finden, dass du auf einer Ebene bist und dass sie es annehmen letztendlich. Mhm. Ja. Jetzt hast du in deinen Vorträgen, ich finde das genial, ein Vortrag, das ist nur ein Ausschnitt von 4 Minuten, den ich gefunden habe, wo du Metaphern extrem einsetzt, und zwar diese Metapher mit diesem Flugzeug, was startet. Ich glaube, das war der Vortrag bei der Entrepreneur University. Mhm. Ist das ein Grundpfeiler in deinen Vorträgen, Metaphern einzubauen, Vergleiche, bildliche Vergleiche? Ich glaube ja, aber sehr intuitiv. Also ich nutze das gar nicht so bewusst, aber eine gute Geschichte ist immer kraftvoll. Und wenn es nicht deine eigene ist, ich habe noch keinen Pilotenschein gemacht, genau darum geht es in der Geschichte, um jemanden, der seinen ersten Alleinflug macht, nachdem er den Pilotenschein gemacht hat. Aber du kannst ja auch andere Geschichten nutzen, die du sehr kraftvoll und emotional aufladen kannst und eben als Metapher verwenden kannst, wie in dieser Geschichte eben, wenn du den Flieger in die Luft bringen willst, dann geht das nur mit Vollgas, weil mit Halbgas geht das Ding halt nicht oben. Ne? Wenn du Vollgas gegeben hast und dein Flieger oben ist, dann kannst du vom Gas gehen und kannst dich aufs Steuern konzentrieren, aber um
den Flieger einmal hochzubringen, um dein Business einmal nach oben zu bringen, um deine Beziehung einmal nach oben zu bringen, darfst du einmal voll aufs Gas gehen. Und das ist die Metapher aus dieser Geschichte, die du angesprochen hast, aus dem Abschlussvortrag bei der Entrepreneur University. Am Ende ist es immer, dass du deine Zuhörer mit so vielen Sinnen abholst wie möglich. Das heißt, dass du die Menschen mitnimmst, dass sie in diesem Flugzeug sitzen, dass sie die Beschleunigung fühlen, dass sie die körperliche, kinästhetische Wahrnehmung haben, dass sie aber auch riechen, dass sie schmecken, dass sie hören, dass sie sehen. Also, dass du ihnen wirklich alle Sinne, so gut es geht, stimulierst, weil je mehr Sinne während der Wissensvermittlung stimuliert sind, umso besser bleibt das, was du eigentlich als Botschaft mitgeben wolltest, in Erinnerung. Was du auch machst bei diesem Ausschnitt, in diesem Vortrag, du nimmst das Publikum ja richtig mit. Mhm. Das Publikum ruft, du rufst immer Radio, das Publikum Go, also du beziehst sie quasi noch in diese Geschichte, in diese Metapher mit ein, damit auch wirklich alle zu 100% bei dir sind. 101 ist ganz wichtig, immer so. Ja, das dachte ich auch gerade. Sind es 100 oder sind es mehr? Aber jetzt stellt sich mir beispielsweise die Frage und vielen, die jetzt irgendwo auf der Bühne sind, passt das auch zu jedem Publikum? Kannst du eine Rede vorbereiten, wie zum Beispiel diese, und du trittst dann vor dem Publikum, kannst du immer erwarten, dass sie mitmachen? Oder wie bereitest du dich auf dein Publikum vor? Ich bereite mich in dem Sinne aufs Publikum vor, dass ich da bin, bevor ich dran bin. Also gerade wenn ich auf Firmenveranstaltungen bin mit einer Keynote, komme ich nicht eine halbe Stunde, bevor ich dran bin, sondern nehme so gut es geht die Veranstaltung davor mit, um ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie sind die drauf? Ne? Haben die Bock? Worauf reagieren die? Einfach um auch so mich einzuschwingen mit dem Publikum. Und es gibt, natürlich ist nicht jedes Publikum gleich. Ich glaube, du kannst jedes Publikum begeistern. Aber ich werde es nie vergessen. Ich glaube, es war mein härtestes Publikum. Und ich werde jetzt nicht sagen, wo das war. Aber wenn du der Abschlussredner bist und anmoderiert bist mit, ja, wir sind jetzt am Ende, wir haben noch einen Gast und danach gibt es auch wirklich endlich Abendessen. Ja. Und die Ersten schon rausgehen, um zuerst am Buffet zu sein, dann hast du schon mal einen echt scheiße Einstieg, wenn du so anmoderiert wirst. Und dann haben auch die meisten erstmal das Abendessen im Kopf und gar keinen Bock, sich noch irgendwas anzuhören. Wenn du dann noch eine Halle hast, die extrem schlecht belüftet ist, wo es extrem warm drin ist, alle sitzen da im Anzug, dann hast du natürlich weniger Interaktionsmöglichkeiten, als wenn du ein frisches Publikum hast und morgens der Erste bist oder die einfach Bock haben und deinetwegen da sind. Das ist ja mal, ich habe es auf meinen Seminaren einfacher, weil die Leute kommen wegen des Seminars. Als wenn du eine Keynote irgendwo hältst oder bei Gedankentanken, ist auch einfaches, dankbares Publikum, die haben Bock. Ja? Ja. Bei Firmen-Events kann so laufen. Ne? Das ist immer unterschiedlich. Aber auch die kannst du knacken, wenn du halt, ne? Also ich lasse dann das Publikum aufstehen, ich interagiere, ich spreche die direkt an. Ich bin auch mal sehr polarisierend, ich bin auch mal sehr direkt. Ne? Mein Anti-Maskottchen ist das Fickmännchen, wie du vielleicht schon mal mitbekommen hast. Ja. Das heißt, ich nehme auch kein Blatt vorm Mund und sorge auch für den einen oder anderen Aha-Moment und Schockmoment, um die Menschen wirklich aufzuwecken. Und dann bewegt sich auch immer was. Aber natürlich gibt es Publikum, da ist es einfacher, es gibt Publikum, da ist es schwerer. Das ist gar keine Frage. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass du keine Berührungsängste hast und dass du merkst, okay, du fängst an. Ne? Und der älteste Trick der meisten Speaker ist immer noch, wie viele von euch kennen das? Und du hebst die Hand und alle heben auch die Hand und du hast sie körperlich aktiviert, was unweigerlich dazu führt, dass sie emotional und mental auch aktiviert werden, wenn du sie physisch aktivierst. Also hast wieder die Aufmerksamkeit. Und wenn du da schon merkst, okay, die sind schon scheintot und wollen nur zum Essen, weil von 500 Leuten nur 50 die Hand heben, weißt du, okay, ich muss jetzt ein bisschen arbeiten. Ja? Aber da entwickelst du ein Gespür für irgendwann. Ich glaube, wenn du es zum ersten Mal machst und keiner macht mit, wirst du panisch. Ja. Bleib entspannt. Ne, und wenn du 5 Minuten später merkst, okay, jetzt hast du schon mal 4 von 500, die mitmachen, weißt du, alles gut. Ne? Du hast jetzt die Dynamik drin und du hast erstmal den Schwingungszustand im Raum verändert und alle schwingen in höherer Energie und machen auch mehr mit. Ich glaube, entspannt zu bleiben und das Publikum auch in seinem Tempo mitzunehmen, ist ganz wichtig. Ne? Das heißt, du musst den Frosch langsam kochen. Du kennst ja die Metapher, wenn du den Frosch ins heiße Wasser schmeißt,
dann springt er raus. Wenn du das Wasser langsam kochen lässt, dann stirbt er, weil er im kochenden Wasser irgendwann gekocht wird. Ja. Und genauso darfst du das Publikum langsam hochkochen und auch ein bisschen Geduld haben mit deinem Publikum und die Stück für Stück mitnehmen und nicht direkt ins heiße Wasser schmeißen. Oder dann irgendwie aufgeben und denken, ah, blödes Publikum heute, und deinen Stiefel runtermachen. Sondern ich sage mal, wenn einer im Publikum sitzt, der mitgeht, und alle anderen haben keinen Bock, weil sie zum Abendessen wollen, dann mache ich es nur für den einen, weil der hat es verdient. Versuchst du alle für dich zu gewinnen? In dem Fall ja nicht. Nö, nie. Versuche ich nie. Ganz im Gegenteil. Wenn mich nach meinem Vortrag nicht mindestens einer abgrundtief hasst, war ich nicht gut. Okay. Ja, das ist mal. Ja, also ich glaube, das hat auch was mit Positionierung zu tun. Positionierung kommt ja von Position beziehen. Und ich vertrete immer sehr klare Positionen. Natürlich ist es nicht mein Ziel, die Menschen zu vergraulen. Ganz im Gegenteil. Aber ich bin sehr klar, ich bin sehr eindeutig in meinen Meinungen, in meinen Aussagen, und das polarisiert. Wenn du selber blank ziehst und emotional wirst und Menschen teilhaben lässt, dann verlierst du damit unweigerlich 1% der Menschen, weil die damit nicht umgehen können. 99 gewinnst du aber. Aber es gibt immer welche, die dann abblocken, die sagen, das geht ja, das würde ich nie machen, und wie kann man, nee, gibt es immer. Aber die meisten gewinnst du und die meisten öffnest du damit auch. Und das ist entscheidend. Es geht nie darum, alle zu gewinnen. Nicht alle sind mein Kunde, nicht alle sind meine Zielgruppe und nicht jeder im Publikum muss Standing Ovations geben, wenn ich fertig bin. Das ist auch nicht mein Anspruch. Ja, sehr, sehr cool. Ich habe eine Nachfrage noch, weil das ist so ein mega wichtiges Thema und so viele haben wirklich Angst davor. Hast du mehrere Varianten, wenn du siehst, dass die beispielsweise, die du jetzt bei deinem Abschlussvortrag bei der Entrepreneur University, dass die nicht zündet, dass das nicht funktioniert? Du merkst es schon am Anfang deiner Rede. Machst du dann was anders? Nimmst du dann, okay, Alternative B, oder ziehst du das durch? Das kommt immer ganz drauf an. Es kommt auch immer auf die Zeit an. Und ich glaube, das ist was, das machst du mit der Erfahrung. Also das kann ich keinem beibringen. Das lernst du übers Tun und dass du ein Gespür für dein Publikum entwickelst. Und je öfter du auf der Bühne stehst, warum ich mir jeden sage, nutze jede Bühne, geh auf jede offene Bühne, geh überall hin, wo man dich nicht runtertritt, geh auf die Bühne und red mit den Menschen. Weil je mehr Erfahrung du vor Menschen hast, umso mehr kannst du dich auf solche Situationen einstellen. Und weißt dann meistens schon, bevor du was machst, was nicht zündet, ob es zündet oder nicht, weil du weißt, okay, ich habe das Energielevel im Publikum, ich habe die Art und Weise von Persönlichkeiten hier, also kann ich anders mit denen umgehen und kann die anders zünden. Am Ende sind es aber alles Menschen und du kannst jedes noch so eingeschläferte Publikum am Ende aufwecken, so gut es geht. Aber du kannst aus Scheiße kein Gold machen, du kannst aus Gold auch keine Scheiße machen. Auch wenn du Gold mit Scheiße einreibst, es bleibt Gold. Und auch wenn du Scheiße mit Gold besprühst, es bleibt Scheiße. Du kannst nichts komplett drehen. Du kannst nur so gut es geht drauf eingehen und das Beste draus machen. Und wenn du jetzt halt, ich hatte eine Moderation, das waren eigentlich nur Nerds. Das waren nur IT-Nerds. Und so Online-Marketer und hauptsächlich, glaube ich, Typen, die sonst nur vor ihrem Laptop sitzen und selten rausgehen. Und ich hatte habe die Moderation gemacht und habe 12 Speaker anmoderiert, die aus der Branche waren und weitestgehend in dem gleichen Energielevel geschwungen haben. Und der Tag ging von 9 bis 21 Uhr. Und die werden ja alle, die pennen weg, wenn du da nicht Action reingibst. Und da habe ich wirklich, also das war die anstrengendste Moderation, die ich jemals hatte, weil ich ja so viel Energie reinbringen muss, um auf das Publikum, irgendwie in Bewegung zu bringen. Und die waren am Ende, als ich komplett durch meine ganze Energie da reingebracht habe, waren die für deren Verhältnisse bei 300%. Ich habe aber schon bei Gedankentanken, wenn ich sage, guten Morgen Köln, hatte ich mehr Energie von dem Publikum als von denen, nachdem ich 5 Stunden mit denen gearbeitet habe. Weißt du, was ich meine? Also ganz andere Baseline. Ganz andere, bei Gedankentanken, ich war der erste Redner und sagst, guten Morgen Köln, und die rasten aus. Du sagst nur guten Morgen. Nur weil die halt Bock haben. Weil du halt einen ganz andere Menschen hast, die zu einer Gedankentanken Redner nachgehen. Ja? Also das darfst du immer mit berücksichtigen. Und da musst du dann gar nicht so, wenn ich da so Gas gegeben hätte,
wie bei dieser Moderation, die sagen, ist der bescheuert, was will der denn von uns? Ne? Also dann darfst du halt nicht überpacen. Das ist ja dann Quatsch, okay, weil wir sind ja schon da. Was willst du einen, ne, was, weißt du, was, wenn Sebastian Vettel das ganze Rennen führt, gut, das ist ein schlechtes Beispiel, hat er jemals geführt diese Saison oder letzte Saison? Ich glaube nicht. Aber nehmen wir Lewis Hamilton, das ist realistischer aktuell. Ja. Und die sagen ihm, der liegt 3 Runden vorne vor dem Zweitplatzierten. Und die sagen ihm in der letzten Runde, jetzt gib noch mal richtig Gas, Sebastian, doch mal alles rausholen, ne, und riskiert einen Reifenplatzer, einen Motorschaden oder das Ding in Sand, ist ja Quatsch. Also warum überpacen, wenn du eh in Führung liegst, ne? Ist Käse, genauso mit deinem Publikum. Wenn die gut drauf sind, wenn die Bock haben, mitnehmen und dich drauf konzentrieren, sie emotional zu erreichen, deine Botschaft zu vermitteln, dann musst du am Energielevel nicht mehr so viel arbeiten. Ja, also in gewisser Art und Weise das Tempo schon anpassen, nicht zu sehr übersteuern, weil auf jeden Fall, auf jeden Fall gar nichts bringt. Ja. Ja. Also da schon sensibel sein mit dem Publikum, von daher hilft es immer vorher da zu sein. Nehme ich auch mal das Beispiel Gedankentanken. Wenn du jetzt der erste Redner bist, ist das sau schwer. Das Gute bei den Rednernächten von Gedankentanken war, dass die immer in Folge aufgezeichnet haben. Nämlich Freitagabend, Samstagvormittag, Samstagabend, Sonntagvormittag, Sonntagabend. Also das Milowitsch-Theater da in Köln 5-mal in Folge voll gemacht haben und eben 5 Rednernächte aufgezeichnet haben. Und ich war sonntags 11 Uhr der Erste. Aber da habe ich gemeint, ich war freitags da und habe mir freitags die letzten beiden angeguckt, um ein Gefühl für das Publikum zu kriegen, ein Gefühl für den Raum zu kriegen, ein Gefühl für die Energie in den Raum zu bekommen, damit ich, wenn ich sonntags morgens der Erste bin, weiß, wie fühlt es sich an in dem Raum. Weil wenn du halt dann reingehst und gerade, ich hätte keine Chance gehabt als erster Redner, vorher einmal durch den Raum zu gehen, nachdem das Publikum drin war. Weil die werden eingelassen und eine halbe Stunde später geht's los, währenddessen bist du hinten in der Maske und bist hinter der Bühne und hast gar keine Chance mehr, irgendwie da reinzugehen und ein Gefühl dafür zu kriegen. Von daher war das extrem wichtig. Es gab die Möglichkeit da, Gott sei Dank, weil am Vorabend auch die Veranstaltung war. Also das Wichtigste ist immer, nimm so viel Energie mit von deinem Publikum vorher, bevor du dran bist, wie du kannst, weil desto einfacher kannst du dich auf die einstellen. Und aktiviere sie am Anfang. Stell die richtigen Fragen zu Beginn. Geh auf eine Ebene. Ja, mega. Also das sind schon mal coole Tipps. Du hast vorher noch eins angesprochen, Schwierigkeiten. Also es gibt ja manchmal unvorhersehbare Dinge. Mhm. Ich war einmal auf der Bühne, dann kriege ich ein Mikro und das war so ein gelbes Puschelmikro. Und ich dachte, wie ist denn das jetzt? Wie sieht denn das aus? Aber du kannst es ja nicht ändern. Ich habe dann gefragt, versteht ihr mich ohne Mikro? Alle, nein. Okay, ja gut, dann musst du damit arbeiten. Wie gehst du mit etwas um, auf wo du keinen Einfluss hast? Ich überspitze es und stelle es in den Vordergrund. Also indem du es einfach ansprichst, wie es ist, wird es normal und wird als gegeben hingenommen. Und wenn ich jetzt ein gelbes Puschelmikro nehme, ne, ich habe hier gerade die Fickmännchen Geburtstagskarte. Mein Fickmännchen ist gelb und puschelig. Also ich hätte mein Fickmännchen draus gemacht und wäre mit ihm in Dialog gegangen. Ja? Gibst du ihm, sagst du, Puschel, wie geht's dir heute Morgen? Mir geht's wunderbar. Also machst einen Gag draus und hast du sie alle mitgenommen mit dem Ding. Also ne, einfach nehmen, wie es ist. Und das alles Entscheidende ist auch, dass du deinen Flipchart nicht brauchst, dass du deine PowerPoint nicht brauchst. Kann alles ausfallen, kann alles weg sein. Die Stifte können nicht schreiben. Kann das Wildeste passieren. Sondern das Entscheidende ist, dass du immer das Beste draus machst, weil wenn deine Rede nur funktioniert, wenn deine Folien gehen, ist scheiße. Muss immer auch ohne gehen. Ja, mega Aussage. Definitiv stimme ich dir zu. Du hast gerade das Fickmännchen erwähnt. Mhm. Ist das was, wo die Leute dich in Erinnerung behalten, weil du provokativ zum Beispiel solche Wörter nutzt? Ja, ich meine, das Fickmännchen ist ja die kleine Stimme in deinem Kopf, die von morgens bis abends dein Hirn fickt. Ne? Also die Stimme in deinem Kopf, die all die negativen Glaubenssätze, das kannst du nicht, das darfst du nicht, lass das besser sein, das ist zu schwierig für dich, das ist nichts für Männer, als Frau hast du eh keine Chance in dieser Branche, als Ausländer in Deutschland viel zu schwierig. Diese Stimme im Kopf, das ist das kleine Fickmännchen. Das ist mal irgendwann in meinem Podcast entstanden. Es war ein spontaner Hirnschiss, sage ich immer. Ist mir dieses Wort eingefallen, bei der Stimme, die dein Hirn fickt. Allein, ich habe das immer gesagt, diese kleine Stimme, die dein Hirn fickt. Allein damit polarisierst du ja schon wieder mit benutzten Wort, was die meisten in dem Moment nicht erwarten. Ne? Das ist,
Und ich sage nicht, benutze jetzt Gossensprache, das ist Quatsch, aber wenn du so einen Stilbruch drin hast, einmal kurz das Muster veränderst, das Muster brichst, hast du auch wieder Aufmerksamkeit. Weil die, hat er gerade Ficken gesagt? Ja, und das Fickmännchen ist halt genau dieses am Rand der Rasierklinge lang, ne, das ein paar total doof finden, die meisten finden es aber geil, vor allem bleibt es in Erinnerung. Ich sag mal, das kannst du dir nicht ausdenken, das ist so passiert. Dementsprechend nutze ich es immer gerne als Stilmittel, aber auch dosiert. Also wenn ich den ganzen Tag über das Fickmännchen spreche, nutzt sich's auch irgendwann ab. Das ist ja auch ganz klar. Ich habe das bei meinen Keynotes aber auch dabei. Also ich habe ein 2 Meter lebensgroßes Maskottchenkostüm, wo irgendwann aus meinem Team dann drin steckt, der dann durchs Publikum geht und mit dabei ist während der Keynotes. Also das Fickmännchen wird eingebaut und es ist auch präsent. Also und ich kündige das vorher nicht an, nicht mal dem Kunden kündige ich das mehr. Es kommt als Überraschung und selbst der Kunde hat dann noch so dieses, ne, das 1% mehr, das der Kunde nicht erwartet. Das gibt es eben immer obendrauf, diese kleine Extrameile, die dann eben noch da ist. Und dann so diesen mit den Erwartungen zu brechen, ist etwas, was natürlich auch nochmal ein schöner Effekt ist, um in Erinnerung zu bleiben. Aber immer mit Sinn und Verstand, also nur jetzt da ein Maskottchenkostüm durchzuschicken, damit irgendwie, das ist ja auch Quatsch, sondern es ist ja Teil, diese Figur ist ja Teil der Keynote und dementsprechend macht es auch Sinn, sie einzubinden. Ja, es sind viele Elemente und ich merke das, wenn du so erzählst, beispielsweise ist auch in einem Vortrag von Gedankentank, du baust das zwischendrin ein, es kommt unerwartet, du nutzt das Wort Fickmännchen, alle sind voll bei dir, spätestens wahrscheinlich ist das etwas, wo keiner erwartet hat. Mhm. Und dann gehst du aber auch sehr, sehr, sehr cool damit um. Du sagst so, jetzt haben wir auch über das Niveau gesprochen oder irgendwie so ähnlich. Und man merkt, wie unheimlich viel Technik da drin steckt. Ja, also es ist ja egal. Stell dir, deine Hose ist auf. Keine Ahnung. Reißverschluss ist auf. Was willst du machen? Dass du, ach, guck mal, hier habe ich auch Luft. Komm, alle mal Hose aufmachen. Einmal Luft reinlassen. Wunderbar. Alles klar, jetzt können wir weitermachen. In dem Moment ist es das Normalste von der Welt. Also wenn dir irgendwas peinlich ist da oben, ist vorbei, ist doof. Einfach, da passieren peinliche Sachen. Scheiß drauf, mitnehmen, nochmal Salz in die Wunde streuen, sich selber nicht zu ernst nehmen, das ist ganz, ganz wichtig, weil keiner von uns ist unfehlbar, wir alle machen Fehler, wir versprechen uns mal oder verhaspeln uns oder was auch passiert. Ja, ich habe noch eine letzte Frage, weil auch das fragen sich immer wieder viele, die auf die Bühne gehen, Medieneinsatz, soll ich Medien benutzen, muss ich Medien benutzen, wird das spannender oder langweiliger, wenn ich PowerPoint oder Flipchart verwende, was meinst du dazu? Wenn du Medien brauchst, damit deine Rede was kann, dann kann deine Rede nichts. Wenn du sie nutzt, dann nutz sie sehr, sehr ausgewählt, um einen Effekt zu verstärken. Also PowerPoint nutze ich wirklich nur, um mal ein Bild zu zeigen oder ein Zitat im Hintergrund einzublenden. Ne? Also alles, was über einen Satz mit Subjekt, Prädikat, Objekt hinaus, wenn das ein Komma hat, ist der Satz schon zu lange. Ne? Also ne, das wird mal eingeblendet, um das, was ich sage, zu verstärken. Ich zeige ein Bild, um das, was ich sage, zu verstärken und nehme es dann aber auch wieder weg. Das heißt, die Aufmerksamkeit bleibt ja bei der PowerPoint und die Energie geht auf die Leinwand und ist nicht bei dir. Darum nutze ich es nur, um mal was zu verstärken. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist der die Wand vorliest. Ne? Das weiß der dann seine eigene PowerPoint vorliest. Da brauche ich keinen Redner. Dann kann ich ein Skript rausschicken, kann jeder selber lesen. Sondern das immer nur ergänzend nutzen. Ne? Gerade auch bei Zitaten, die du einblendest. In dem Moment, wo du es vorliest, verliert es an Wirkung. Blende es ein, um das, was du sagst, zu verstärken. Es sei denn, du analysierst jetzt dieses Zitat, dann kannst du es auch durchgehen, dann kannst du es mal vorlesen. Aber ansonsten ist es einfach nur verstärken zu dem da, was du sagst, wirklich sehr sequenziell, sehr, sehr dosiert. Und ich bin ein großer Freund des Flipcharts, weil das, was ich an die Wand werfe, habe ich vorher vorbereitet. Und das, was ich vorbereitet habe, ist etwas, was nicht aus diesem Raum kommt und etwas, was fremd ist für die Teilnehmer, was immer den Effekt hat, dass es sich anfühlt, also das bringe ich was mit und will es in dich reinpressen. Wenn ich aber am Flipchart mit dir gemeinsam etwas erarbeite, dann hole ich das Wissen aus dir raus. Ich kann das Gleiche aus Flipchart schreiben, wie ich es vorher auf die PowerPoint schreibe, aber in dem Moment, wo ich es mit dir gemeinsam mache, nimmst du dieses Wissen als aus dir heraus ganz, ganz anders an.
Das ist ein psychologischer Effekt, um die Akzeptanz für das Wissen, für den Inhalt beim Publikum eklatant zu erhöhen, wenn du am Flipchart arbeitest und nicht das Ganze vorbereitet mit einer PowerPoint machst. Das ist eine mega Antwort, eine mega Botschaft. Da stecken auch hier wieder sehr, sehr viele Tipps drin. Und genau dazu und zu allem, was ein Redner braucht, machst du ja die Redemutig-Seminare. Mhm. Und kannst du da, oder willst du am Schluss noch mal so ein bisschen was erzählen, was das genau ist, was du machst? Es ist also aus meinen Seminarteilnehmern heraus entstanden, die irgendwann sagten, Kerem, kannst du nicht auch mal ein Speaker-Seminar anbieten, eine Speaker-Ausbildung? Und dann habe ich überlegt, okay, was machst du jetzt? Und habe letzten Endes überlegt, okay, ich stehe jetzt seit 17 Jahren auf der Bühne, seit ich 19 Jahre alt bin, und habe überlegt, was sind die essentiellen Dinge und wie bringe ich die zusammen? Weil ich habe selber für mich diese ganzen Bereiche am Ende zusammengeschraubt, die ich an unterschiedlichen Ecken bekommen habe. Das heißt, einmal das Thema Storytelling, das Thema Emotionen. Wie werde ich nahbar? Wie schaffe ich es wirklich, meine verletzliche Seite zu zeigen und einfach authentisch aufzumachen, ohne eine Rolle zu spielen, ohne zu schauspielern? Dann das Thema Rahmen, Keynote-Design, Seminar-Design, Workshop-Design, Struktur. Dann das Thema Körpersprache, dann das Thema Stimme, Stimmtechnik, Atmung. Das Thema Unternehmensaufbau, Business, Positionierung, das Thema Verkaufen, wie verkaufe ich mich dem Kunden, wie verkaufe ich von der Bühne. All diese Themen unabhängig voneinander in eine Symmetrie zu bringen, war für mich in meiner Geschichte die größte Herausforderung. Und darum habe ich all das in ein Seminar eingebaut und das Ganze wirklich so aufeinander aufgebaut, dass es in Symmetrie ist. Weil wenn du jetzt eine Story erzählst, aber deine Emotion passt nicht dazu, hast du eine Asymmetrie. Das nimmt dein Publikum, wenn nicht bewusst, auf jeden Fall unbewusst wahr und du verlierst an Glaubwürdigkeit. Wenn dein Marketing, deine Positionierung nach draußen nicht zu deinen Inhalten passt, nicht zu deinem Werkzeug, zu deinem Storytelling passt, hast du eine Asymmetrie. Wenn deine Stimme nicht zu dem passt, was du erzählst, oder das ist einfach total, einfach, das, ne? Ich übertreibe jetzt bewusst, du hast eine Asymmetrie. Wenn deine Körpersprache, die über 70% deiner Botschaft ausmacht, nicht zu deiner Botschaft passt, also die ganze Zeit nur so da hängst und ich bin so begeistert, Felix. Das ist ja, weißt du, deine Stimme darf die Begeisterung zeigen und deine Körpersprache darf die Begeisterung zeigen. Ansonsten hast du eine Asymmetrie. Das passt nicht zusammen. Absolut. Und das, wenn du dann klingst wie eine italienische Maus, ist das ja natürlich auch nicht das, richtig, was du vermitteln willst. Ja. Das Ganze auch so zu verkaufen, dass du davon leben kannst, ein Business hast, mit dem du sechsstelligen Umsatz machst im Jahr. Weil unter sechsstelligem Umsatz im Jahr brauchen wir nicht darüber zu reden, ob du davon leben kannst. Dann kannst du davon vielleicht überleben. Aber wenn du sechsstelligen Umsatz machst, dann hast du ein paar Kosten, dann hast du Steuern, dann kannst du davon leben. Nicht schlecht, nicht super gut, aber du kannst davon leben. Aber alles unten drunter ist kein Business. Das ist ein Hobby. Das heißt, wir müssen darüber reden, dass du damit 100.000 Euro und plus pro Jahr verdienst. Und dann ist es ein Business. Und da darfst du auch verkaufen. Du musst es sogar. Weil jeder Unternehmer, der nicht verkaufen kann oder will, oder der irgendwas Negatives im Verkaufen sieht, der kann da davon nicht leben. Du musst dich und dein Business verkaufen. Und gerade als Speaker, Trainer, Coach bist du eine Personenmarke. Und da ist eben ganz, ganz wichtig, wie positionierst du dich, wie baust du dein Business auf, wie brandest du dich in deiner Nische, dass du da als der Nummer-1-Experte wahrgenommen wirst. Und wie verkaufst du dann, wie machst du den Sack zu? Also du brauchst ja auch eine Unterschrift vom Kunden am Ende, dass er sagt, ich buche dich, ich buche deinen Vortrag, ich buche dein Folgeseminar oder was auch immer. Und auch das ist was, was du lernen musst, damit du es am Ende so rüberbringst, dass du es in Symmetrie zu deiner gesamten Botschaft auch rüberbringen kannst. Und das war mein Anspruch bei dem Seminar. Da haben wir 4 Tage und 3 Nächte draus gemacht. Also wirklich sehr, sehr intensiv, die wir da rangehen. Aber sonntagsabends um 19 Uhr weißt du, es kann nichts mehr auf der Bühne passieren, was dich aus der Fassung bringt. Und ich kann dich nachts um 2 bei 1 Promille Restalkohol wecken und sag, du bist jetzt dran, das ist dein Thema und es funktioniert. Und du hast immer den Einstieg aus deinem Warum heraus, aus deiner Story heraus und weißt, okay, wie bringst du die Struktur in deine Keynote und es funktioniert. Ne, weil du, ich sag mal, die wichtigsten Reden meines Lebens hatte ich teilweise, wo die Rahmenbedingungen für mich persönlich am schlechtesten waren. Aber wenn ich mich dann auf meine Werkzeuge verlassen kann, die ich gelernt habe, um in dem Moment abzuliefern, dann kann ich der Aufgabe gerecht werden. Weil das ist eine Sache, die ich als sehr, sehr große Gefahr sehe. Viele wollen gerne in das Rampenlicht,
sehen aber die Verantwortung nicht. Weil wenn du auf der Bühne stehst, als Trainer, als Speaker, wenn du als Coach vor Menschen stehst, bist du eine Person der Autorität. Und das, was du sagst, hat Gewicht. Und die meisten Menschen werden die Dinge, die du sagst, ungefragt in ihrem Leben als gegeben akzeptieren. Weil du bist für sie als jemand, der vor anderen Menschen spricht, eine Figur der Autorität. Wenn du die Menschen fragst, was ist deine größte Angst, sagen, die ist die zweithäufigste Antwort der Tod. Die häufigste ist, vor Menschen zu sprechen. Das heißt, in dem Moment, wo du das tust, nehmen 90% der Menschen ungefiltert das, was du sagst, als Wahrheit hin. Und das ist eine Riesengefahr, weil es eine Riesenverantwortung, der du gerecht werden darfst. Von daher nehme ich in dem Seminar meine Teilnehmer sehr, sehr hart dran, 4 Tage und 3 Nächte. Schlaf ist absolut optional in diesen 4 Tagen. Wir hatten beim letzten Mal in diesen 4 Tagen 64 Seminarstunden. Das ist bei anderen nur ein 2-Wochen-Seminar, das machen wir in 4 Tagen. Aber danach weißt du, egal was passiert, wenn du jetzt dran bist, weil Gedankentanken, natürlich ist es eine Drucksituation, weil du hast one take. Es geht nicht um die 400 Menschen im Raum. Es geht um die mittlerweile 85.000, die das Video gesehen haben und die 5 Millionen Reichweite von Gedankentanken von Menschen, die das sehen. Du hast nur einen Take. Du kannst es nicht verkacken. Das darf beim ersten Mal sitzen. Und da ist dann wichtig, dass du die Werkzeuge hast, um dann abzuliefern. Und da war mein Sohn gerade 3 Wochen alt und der war mit im Hotelzimmer in der Nacht. Ich habe 2 Stunden geschlafen. Das ist egal. Ich habe 17 Minuten und die müssen sitzen. Und genau darum geht's. Und durch diese Erfahrungswerte von 4 Tagen und 3 Nächten weißt du danach, okay, egal was passiert, ich habe heute eine Keynote, ich habe heute einen Seminartag und die sitzen. Und das ist das alles Entscheidende, dass du da vorbereitet bist auf alle Extremsituationen, weil du hast verdammt viel Verantwortung, wenn du auf der Bühne stehst. Und es geht um deine Verantwortung den Menschen gegenüber, die dir zuhören. Und es ist deine gottverdammte Pflicht abzuliefern, wenn du da oben stehst. Und wenn du verkackst, hast du nicht für dich verkackt, sondern du hast 500 oder 5.000 Menschen ins Hirn gekackt, wenn du es verkackt hast auf der Bühne. Und das ist die Gefahr dabei. Und das ist auch was, eine Verantwortung, der sich ganz, ganz viele nicht bewusst sind, wenn sie auf die Bühne gehen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ja, naja, schön gesagt. Die Zeit wird kürzer auf der Bühne, die Reichweite wird größer und die Botschaft wird wichtiger, die du vermittelst. Mhm. Das alles kann man lernen. Sagst du nochmal, wo, für alle, die sich interessieren? Gerne. Redemutig, Professional Speaking Mastery heißt das Seminar und redemutig.jetzt ist die Webseite. Da darfst du dich gerne bewerben. Wir machen das im ganz kleinen Kreis, 20 Personen pro Seminar, die ich selber persönlich aussuche. Das heißt, die Bewerber rufe ich an und screene die vorher auf deren Fachkompetenz. Also haben die ein Thema, von dem sie wirklich Ahnung haben, ein Proof of Concept, über das sie reden und ist ein starkes Warum dahinter. Also jemand, der einfach nur auf die Bühne will, um reich und berühmt zu werden, ist nicht der Richtige für das Seminar, sondern jemand, der wirklich im Herzen was bewegen will, bei den Menschen was voranbringen will. Und das gucke ich mir sehr an, baue da eine Homokrede-Gruppe. Und dann machen wir das in ganz, ganz kleinen Kreis mit 20 Personen. Und das ist sehr, sehr intensiv, sehr, sehr intim. Bringt aber bisher sehr tolle Ergebnisse bei den bisherigen Absolventen. Es macht Spaß, das zu beobachten. Es ist für mich die größte Freude, so das weiterzugeben und diesen Compound-Effekt so zu sehen und zu wissen, okay, du gibst was weiter. Dann hast du Teilnehmer, die machen selber Seminare mit Hunderten von Menschen und geben das weiter und verändern da Leben, machen ihre Coachings und wenden das Ganze an und sind eben bei sich im Herzen, in ihrer Emotion angekommen und können das auch vermitteln. Weil dann erreichst du wirklich die Menschen und dann kannst du dieser Verantwortung als Speaker, Trainer und Coach auch gerecht werden. Ich packe das auch nochmal in die Beschreibung, den Link. Sehr gerne. Bei Facebook. Und wenn ich es dann hochlade, bei YouTube auch. Und ja, ansonsten an der Stelle vielen, vielen Dank für deinen mega Input. Da steckt so viel drin, dass, das will ich nochmal sagen am Schluss, ich gerne da immer wieder auf meinem Kanal kleine Häppchen rausschneide und die hochlade, weil es ist mega. Die 50 Minuten, die waren jetzt wirklich vollgepackt mit Wissen, das wir unbedingt umsetzen sollten, finde ich, wenn wir auf die Bühne wollen. Das letzte Wort gebe ich immer meinem Gast. Was möchtest du einem Redner, einem neuen Redner, einem, der auf die Bühne will oder schon auf der Bühne ist, was willst du mitgeben? Mach's fürs Publikum und mach's nicht für dich. Das ist das Entscheidende. Wenn du es machst, um selber dich im Rampenlicht zu sonnen,
dann wird das, was du rüberbringst, niemals bei den Menschen so ankommen, wie du es willst. Und wenn du dich wirklich fragst, was möchte ich den Menschen mitgeben, mit welchem Gefühl möchte ich sie nach Hause schicken, dann wirst du immer ankommen, wenn du du selber bist. Dann muss es nicht perfekt sein, es muss nur echt sein. Alles klar. Vielen Dank, Kerim. Sehr gerne. Bis dann. Ciao zusammen. Tschüss.